Verzweigten Handlung. Gleich. In einer weit verzweigten Handlung, die also jedenfalls, ja. Weshalb dieses pathetische und bedeutungsschwangere Werk Publikum und Ausführende bis heute an den Rand des Wahnsinns treibt. Oh Mensch, tut doch den Hund mal beeilen. Kann doch mal eine Stunde drinnen sein. Was macht ihr? Mädchen, wir haben ja genug zu tun. Aus diesem Ding, so ein Flock, der genau da drunter passt und das genau hält. Und ich trete das auf. Wie ich das aufkriege, ist egal. Ich kann mit meinen Füßen hinter dem Ding machen, was ich will. Gestern hat es auch geklappt. Ja, gestern hat es geklappt und heute nicht. Morgen klappt es und übermorgen wieder nicht. Übermorgen klappt es und dann wieder nicht. Das ist doch die Scheiße. Ich traue dem Typen nicht. Ich will mir selbst den Ring holen. Wenn er den Drachen getötet hat, ist er erschöpft und muss ruhen. Ich werde ihm einen Schlaftrank verabreichen. Dann ist der Weg in die Höhle frei. Ich hole mir den Ring. Siegfried, spiele das Schwert, Siegfried. Siegfried, spiele das Schwert, spiele das Schwert, Siegfried. Bitte, du hast es nicht anders gewollt. Was war denn das für ein lavetes Teil? Schnäppchen, ne? Oh. Gehst du dort ab oder dort ab? Wie soll ich den Rock einschlagen? Machst du dich nur aus dem Weg, dann sollst du noch eins auf der Rübe geben. Leute laufen hier draußen rum. Heute haben sie wieder alle rausgelassen. Genau das ist es. Hier ist immer alles egal. Ich komme aus. Das halte ich nicht aus. Das halte ich nicht durch. Es ist zu laut hier oben. Wir hören gar nichts. Das ist sowas von knallig hier. Ja, okay. Ja, natürlich. Die Leute müssen es doch hören, nicht wir. Also an der Stelle mal die Dinge aus. Aus hier oben, wenn wir reden. Das ist, als ob du wirklich an der Rennstrecke stehst. Man kann sich nicht konzentrieren, gar nicht. Also mach mal. Ich habe jetzt keine Spritze, ich habe dann eine Spritze, ich spritze da rein. Wotan, hast dich ja lange nicht blicken lassen. Du hast es wahrscheinlich nicht angemacht. Es ist an. Hallo? Es ist an. Aha. Okay, also. Da war es dort oben aus. So nicht proben, wenn ihr nicht mitmacht. Hallo, jetzt machst du das doch mal an. So, du hast dein Mikrofon ab. Warum hast du das jetzt ab? Ah, du hast es dran. Okay. Jetzt musst du aufstehen und abgehen. Oh, vielleicht klatschst du mich noch mal. Also das kann doch nicht wahr sein. Entschuldigung. Also, Entschuldigung, bitte. Aufstehen, bitte, Kleine. Einfach nicht da draufstehen. Ich weiß, das fühlt sich scheiße an. Brünnhilde, ja. Hol mir Sigmunds Schwert. Wotan hat auch das Schwert zerschmettert.
Geben Sie das mal! Weißt du, was passiert, wenn Deppen wie die den Ring haben? Soll ich dir wirklich erzählen, was passiert, wenn schlechte Handwerker die Welt regieren? Wotan, bitte. Warte mal. Was kommt denn da? Ist das schon auf? Ist das schon da? Nee, Erna muss doch noch was sagen. Ach ja, okay, du musst aufstehen und schreien. Soll ich dir Frigga, soll ich dir wirklich erzählen, was passiert, wenn schlechte Handwerker die Welt regieren? Das Alter schlägt zu, Wotan. Gib ihm den Ring. Ich habe dir Räucherstäbchen mitgebracht. Räucherstäbchen? Ich bin's, dein Wotan. Wotan, hat dich aber lange nicht blicken lassen. Ah, dann leg's da vorne hin. Ja. Irgendwo auf der Erde. Auf der Geht Erde. Das jetzt so? Ja. Also. Nur den Ticker, nicht das andere. Ja, nee, ist zu lang. Und jetzt die Durchsage. Okay, das geht so nicht. Du darfst nur einmal lachen, musst dich umdrehen und noch während des Akkordes schon die Durchsage vom Inspizienten machen. Das weiß ich nicht, ob ich das so schnell aus der Tasche kriege, das Ding hier, weil das hängt ja mit dem... Ja. Also es reicht, wenn du einmal lachst. Ja. Also ich habe also während des Akkordes noch die Durchsage. Ja. Also möglichst so, dass dann der Schlussakkord noch... Bitte alle zur Verbeugung auf die Bühne, bitte alle Beteiligten zur Verbeugung auf die Bühne. Ja, steht man mitten drinne. Oh, nee. Also pass auf, wir müssen Könnt ihr das nicht ein kleines bisschen hier oben dosieren, wenn wir da...